Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem kurzen, schauen wir mal, Gameplay oder Let's Play, das können wir uns dann aussuchen, je nachdem wie es uns gefällt, von Alone in the Dark, neues Game, mit vorgesehenen Schwierigkeit, Standardspielerfahrung, nehmen wir, mit extra Hilfe für eine glattere und leichtere Spielerfahrung und was Tipps und hilfreiche Farbe, oldschool, für die, die alles selber herausfinden wollen, ohne Hilfssystem für Spieler, nehmen wir mal modern, wir können wahrscheinlich dann eh umstellen. Ich habe damals die alten Alone in the Dark Teile gespielt. Ja. Sind mir aber jetzt nicht in Erinnerung geblieben, ganz ehrlich gesagt. Aber mal gucken. Aber ich muss mal gucken, ob ich Motion Blur aktiviert habe. So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him. Kann ich Sprache nicht umstellen, weil es gerade noch im Video ist. What do you make of it? It's nonsense, of course. But I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. Vielleicht you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Oh, jetzt können wir einen Charakter auswählen. Nehmen wir ihn. Hallo? Hallo? Looks abandoned. It can't be. There has to be someone around. Vielleicht haben die Urlaub. Wait here. I'll go around back. Okay. Okay, das ist wieder human. Das andere war ja brutal, Alter.
Now what do we got here? Eine Brusttaschenlampe. Okay. Hat ihm bestimmtes, eine bestimmte Lebensdauer? Ja, da kann man leider das nicht umstellen. Oder? Ja, doch, kann man nicht. Hier dürfte wohl nichts sein. Alter, ist es langsam. Alter, wenn du guckst, ist es halt schnell. Guten Tag. Boah, Alter, okay, die Performance, ne? Wahrscheinlich eine Katze. Nee, da gehe ich nicht rein. Verstehe ich. Hör mal kurz, wir sind über den Gameplay noch. Alter, krass, ne? Ja. Auf 2. Was ist mit der Oma hier, Alter? Oh. Von der Entfernung hat es ausgeführt und eine Granny, Alter. Boah, Alter, die Performance, der kickt rein. DLS ausgewogen. Framerate unbegrenzt. Nee, dann nehmen wir lieber das da. So, ich glaube, das wird passen. Schön großer Baum mitten in einem Konservatorium. Ja. Was? Als würde der Baum reden, Alter. Haushälter Schlüssel. War der Schlüssel für die eine Tür da am Gang? Also da vorne halt. Okay. Da geht's also nicht drauf. Nee, da gehe ich nicht rein. Okay, doch nicht. Der Schade, dass ich ihn einfach draufballern kann. Ich weiß gar nicht mehr, war das Alone in the Dark Days, wo man quasi jemanden anleuchtet und dann verschwindet er, also so ein Schatten? Okay, gut. Dachte, das ist ein Kühlschrank, aber... Ja, da oben springt definitiv was herum. Wer kennt das? Wir gehen einfach mal direkt im Keller herum.
den Unbedingungen. Okay. Ich brauche den Schlüssel. Okay. Muss ich dir eine Tante da reinlassen, Alter? Bitte den Kessel nicht berühren. Okay. Das sieht nicht sicher aus. Alles klar, das heißt, hier müsste ich irgendwas... Ah, okay. Hätte Alex hat nicht gedacht, dass da so viele Rätsel sind, Alter. Also, so viele Dinge zu erledigen, bevor man was weitermachen kann. Ja, was ist denn das, Alter? Ja, das wäre sowas, was man quasi reintun kann. Rattengift. Was war das? Ja, das kann ich nicht nehmen. Ich glaube, dass die sehr ziemlich viel mit Jumpscares experimentieren wollen. Dein Schweigen. Ich genehmige mir einen. Die Verdammten sind mal reingekommen. Bin mir jetzt nicht sicher, was ich übersehen habe. Da waren einfach Schuhe drin, Alter. Ist es gerade aufgegangen? Bin mir nicht sicher, Mann. Und das wäre, glaube ich, was zum Aufnehmen. Ins Haus. Die wartet wahrscheinlich bei der Eingangstür auf mich. Ich brauche den Schlüssel. Ja, toll. Ich brauche den Schlüssel. Ich brauche ja überall den Schlüssel, Mann. Das ist ja alles verschlossen, Mann. Alles immer voll. Sonntag. Ah, da ist ein Schlüssel. Hey. Veranda-Schlüssel, okay. Karte. Okay, das heißt, die da ist jetzt offen. Da kommt die Alte jetzt noch nicht rein. Jetzt die Frage, Alter, wo es hier weitergeht, ne? Die Welt wird. Es ist gut, dass es vorgelesen wird.
Tempel, okay. Naja, wenn jetzt. Ich brauche den Schlüssel. Das wäre sonst kein verlassenes Haus, Alter, wenn da jetzt irgendwie jemand aufmachen würde. Ist auch wieder verschlossen. Oder verbarrikadiert von der anderen Seite. Ja. Eine Zwischensequenz. Danke. Was machen Sie hier? Wer sind Sie? Oh, Verzeihung, tut mir leid. Ich bin Edward Cornby, Privatermittler. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass wir reingekommen sind. Es stört mich. Dies ist Privatbesitz. Sie können nicht einfach reinplatzen. Doch, kann ich. Es tut mir sehr leid, aber ich suche nach meinem Onkel. Es ist dringend und es kam niemand an die Tür. Wir können das Klopfen nicht mehr hören. Niemand kann das. Wer ist Ihr Onkel, Liebes? Jeremy. Oder nicht? Sie hat diese Hardwood-Aura, oder? Das stimmt. Ich bin Emily Hardwood. Und ich bin nur hier, um nach meinem Onkel zu sehen. Tja, gerade ist er nicht zu sprechen. Sie müssen einander mal wiederkommen. Sieht aus, als wären es verwöhnte Bengel, Alter. Schläft er etwa? Dann warten wir. Er ist weg. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Wer ist der Mann nochmal, Miss Hardwood? Ich bin Edward Cornby, Privatermittler. Wirkt ihn, als wären es so verwöhnte Fotzen, Alter. Ihr alle, zurück auf eure Zimmer. McCarthy, behalten Sie das Kind im Auge. Ja. Und Sie beide, bitte verlassen Sie uns augenblicklich. Hören Sie, wir wollen keinen Ärger machen, okay? Lassen Sie uns den alten Mann sehen, damit meine Klientin beruhigt ist. Und dann gehen wir. Jeremy wird vermisst. Kein Grund zur Sorge, aber es könnte etwas dauern, bis er auftaucht. Okay. Das ganze Personal sucht nach ihm. Was? Er ist weg? Ich habe keine Zeit für so etwas. Bitte, kommen Sie morgen wieder. Dann warten wir in seinem Zimmer. Das stört doch nicht. Es ist oben, nicht wahr? Halt! Warten Sie! Keine Sorge, wir sind diskret. Den Flur entlang. Die erste Tür zur Linken. Ich sage Dr. Gray Bescheid. Exzellent. Danke, Madame. Okay. Na schön, da wären wir. Sehen wir uns um. Vielleicht können wir Spuren finden. Ja. Die einzigen Spuren, die wir mal finden, ist halt quasi in der Unterhose, Alter. Da kann ich nichts machen, oder? Braucht man wieder einen Schlüssel? In jeder Nacht steht der Schattenmann dunkel an der Schwelle meines. Okay. Schlüsselgegenstand, das war jetzt hier. Oh, so schwierig. Hey, wissen Sie was davon? Sieht wie eine Art Talisman aus. Nie gesehen. Helfen Sie mir mal kurz. Leicht. Würde es ihn umbringen, auch mal was wegzuwerfen? Ich würde auch durchdrehen, wenn so viel Müll rumliegen würde. Da ist es Willem Dafoe. Das will ich behalten.
Schön, kommen Sie. Ich möchte zu Dr. Gray. Aber mit Migräne bekommen. Weil er sich das kommen fragt. Sie, gehen wir. Ja, ich komme. Ob das William Dafoe ist. Oder William the Friend. Schlechter Witz. Miss Hartwood. Oh. Was passiert denn hier, Alter? Emily? Er war auf 4 FPS runtergefallen. Das ist ja krass schlecht gemacht. Also, performance-technisch nicht wirklich gut optimiert. Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Plötzlich in Silent Hill. Untersuche den Laden an der Ecke, okay. Da fehlt mir jetzt aber noch, glaube ich, ein Schlüssel, oder? Genau. Ah, hier ist noch was? Pistolenkugel, okay. Mal gucken, wie es mit der Action jetzt ausschaut. Okay, wie kann man denn, wie geht man denn so die Treppe runter, Mann? Jesus, was zur Hölle war das? Poison. Kann man da ausweichen? Oh, ich muss nachladen. Oh. Alter, ganz schlecht. Ich muss manuell jede einzelne Kugel nachladen, ne? Ey, kein Thema, aber Alter. Mann, okay. Selber nur Zach. Was sind denn das für scheiß Swamp-Viecher? Aber mal irgendwo gespawnt, ey. Um welchen Laden soll ich untersuchen? Was zur Hölle ist hier los? Ging schnell was? An den Laden soll ich untersuchen, oder was? Hoppala. Oh. Lassen Sie sie nicht rein, Compère. Das sind nicht die Guten. Sind Sie... Ist das Ihr Laden? Digga, wie groß ist der? Hört niemandem was. Wir sind alle Fremde in Jeremys Geschichte. Jeremy war das? Wie? Der Pakt des Schattenmanns. Jeremy hat uns gewarnt. Wir haben es nur nicht geglaubt. Ich bin Detective Edward Cornby. Ich wurde von Jeremys Nichte angeheuert. Das ist, glaube ich, der Hausmeister, ja? Weil er einen Schlüssel gebunden hat. Wie bezahlt sie denn? $150. Dann wird sie einiges für ihr Geld bekommen. Sind Sie ein Grübler, Compère? Nur wenn's nicht anders geht. Ich glaub, Jeremy versteckt sich so, dass wir ihn nicht finden können. Er hat diesen Juju-Anhänger, der ihn führt. Der Talisman? Juju zu Kaisen? Genau der. Das ist ein Glücksbringer, den er von Miss Jackson bekommen hat. Die Voodoo-Priesterin? Sorry, Miss Jackson. Sie wissen ja so einiges, Compère. Ja, die Mama Loa. Hier, der Schlüssel. Ich habe das Tor abgeschlossen, um die Ghule und Goblins draußen zu halten. Ah, da kommt doch was anderes. Wenn Sie dahin gehen, finden Sie vielleicht Hinweise, die Ihnen helfen. Danke. Ich sehe mich um. Ah nein, das mit dem Licht war ja Alan Wake, Mann. Komplett verkackt. Wake. So war das immer.
das können wir, glaube ich, besser nachmachen. Wake. Ja, so hat sie sich an mir angehört. So weit gegangen bist. Jetzt kann ich ihm noch eine Knackdätschen geben. Okay, ich weiß aber nicht, wo wir hin müssen. Das ist jetzt eben die Frage. Müssen wir jetzt einfach komplett zurück? Okay, warte mal, ich schau mal kurz auf der Karte. Deine Karte ist nutzlos. Ah, perfekt. Woher soll ich dann wissen, wo ich hin muss? Schau dir mal den Scheiß da an, also direkt von The Forest. Okay. Von irgendwo auf, Mann. Wahrscheinlich kann ich ihn mit dem Klingen anlocken, oder? Oder er verpisst sich einfach. Ich denke, er mag das nicht so. Okay, der geht einfach mal links und rechts. Na wohl. Was ist denn von dem die Schwachstelle? Der hat keinen Kopf. Boah, Junge. Box ihm einen Scheiß vor, Alter. Was für ein Kack. Okay. Ein Crossroad Demon. Wake. Oh lol. Okay, das ist jetzt für den Arsch. Aber das ist der richtige, glaube ich. Ja. Sind wir da irgendwie zurück? Oh, da oben ist einer. Ja, toll. Pissbech, Alter. Kann irgendwas auftauchen, Mann. Kann ich das dem oben auf die Fresse? Nee. Ah doch, dem aber. Ja, woher weiß ich, was an der Schwachstelle ist? Weiß ich gar nicht. Das heißt, ich muss einfach raten, draufballern. Ja, Munition ist, glaube ich. Was ist das? Achso. Drei Pistolen, cool. Oh, da ist noch was. Hätte schwören können, da wären auch noch Pistolenkugeln gewesen. Ich erkenne diesen Ort wieder. Das ist Miss Jacksons Seance-Salon. Vielleicht hat sie... Es ist der Talisman. Genau wie der in dem Gemälde. Hm. Alles klar. Ich glaube, das ist für den Talisman bestimmt.
Jawohl, ich weiß eh nicht, was ich eingeben soll. Ich schätze, er braucht Zahlen. Sowie Koordinaten. Vielleicht hat Jeremy dazu etwas notiert. Suche auf der Talisman-Bahnleitung. Ja. Ah, okay. 358. Drei, fünf und dann acht, oder was? Da, drei. Es zeigt etwas. Ein Ort? Wo ist das? Wo wir jetzt gerade stehen, Mann. Okay. Into the light. Detective, ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen. Miss Thompson hat Sie angekündigt. Sie arbeiten angeblich für Jeremy Hartwoods Nichte? Ja, ich schätze schon. Ich meine, Sie haben schon recht. Wir sind wegen Ihres Onkels hier. Ich hatte nur nicht mit dem hier gerechnet. Sie sind Dr. Gray, ja? Der bin ich. Sie haben nicht zufällig einen Ausweis, Detective. Ein Busticket habe ich. Ich bin nicht erpicht darauf, dass Fremde hier herumschnüffeln. Ja. Yeah. Detective Edward Carnby, Decatur Street. Bankomatkarte einfach. Mögen Sie das Vieux Carré, Detective? Die alten französischen Viertel, die Voodoo-Leute, die Gangster. Sie leben sicher ein spannendes Leben. Die Geschichten sind übertrieben, Doc. Ich mache nur meinen Job. Tun wir das nicht alle, unseren Job machen? Nun, willkommen in DeSetto, Detective. Ich hoffe, Ihre Zeit hier ist nützlich. Und was kann ich für Sie tun? Verraten Sie mir, wo Jeremy Hartwood ist. Tja, das wäre dann ein kurzer Besuch. Ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen, aber ich weiß es selbst nicht. Ein Drink, Detective? Gerne ein Brandy. Oh, Sie passen sehr gut ins französische Viertel, Detective. Armagnac oder Cognac? Geben Sie mir den billigen, ich bin kein Armagnac. Niedrige Ansprüche sind keine Tugend, Detective. Sehen wir doch, ob ich Ihren Horizont erweitern kann. Was wissen Sie über Jeremy? Ich kann Ihnen keine Details über seinen Zustand geben. Mich bindet die ärztliche Schweigepflicht, das verstehen Sie sicher. Schon, aber er ist verrückt und verschwunden. Warum? Hier, trinken Sie. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber irgendwie ist es irgendwie langweilig. Muss ich aber mal gleich gesagt haben und ich habe gerade mal eine halbe Stunde gespielt. Das ist ein Sidecar. Normalerweise, wenn ein Game gut ist, ist man dann schon ein bisschen mehr drin. Um Himmels Willen, nicht mit dem Likör übertreiben. Da ist sogar Banisher, das ist gut. Verglichen okay. Zu dem. Was können Sie mir über Jeremy sagen? Wenn ich das jetzt halt nach den ersten paar Spukermittlungen hat, langweilig, aber... Er ist ein ängstlicher Mann, fortwährend in Sorge davor. Dinge könnten nicht nach seinem Modell der Vorsehung ablaufen. Er beschwert sich über Dinge, die nicht in der rechten Reihenfolge ablaufen oder die einfach gar nicht sein sollten. Ist etwas davon hilfreich für Sie? Nicht wirklich. Ich hatte auf einen Fingerzeig gehofft, wo ich suchen sollte. Tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Sie sollten mit den Pflegern reden. Die suchen jetzt schon eine ganze Weile nach ihm. Sie wären sicher dankbar für Ihre Hilfe. Okay. Ja, ich habe vorhin mit Baptiste geredet. Genau genommen gab er mir einen Hinweis. Oh, exzellent. Also laufen Ihre Ermittlungen bereits an. Ich gehe dann, aber wir sehen uns sicher wieder. Ich glaube nicht. Ich freue mich schon darauf. Viel Erfolg. Okay. Ein bisschen blutig, Alter. Detective Carnby, wie haben Sie...
Wo waren Sie? Ich habe mit Dr. Gray geredet. Sie sind verschwunden. Nein, das verstehen Sie falsch. Haben Sie hier irgendwas Seltsames finden können? Ja. Alle hier weichen mir ständig aus und ich weiß nicht warum. Nein, ich stehe mit dem Raketen auf dem Rücken. Unerklärliches, Paranormales. Detective, Sie müssen sich wirklich zusammenreißen. Ich brauche Sie hier. Vergessen Sie's. Ich krieg's raus. Das ist auch immerhin mein Job eigentlich. Wollen Sie mitkommen zu Dr. Gray? Nein, ich will was ausprobieren. Ich glaube, mit dem Talisman kann ich Jeremy an den Ort aus dem Buch folgen. Ja. Wie hieß das noch? Erinnern Sie sich, es war Spanisch. Tarroea. Ja, da muss ich hin. Detective? Sind Sie in Ordnung? Vielleicht. Ja, sicher. Gehen Sie zu Gray, wir reden später. Dieser Talisman hat mich im Nu aus dem französischen Viertel zurückgebracht. Wenn Jeremy auf diese Art reisen kann, könnte er sich überall verstecken. Sogar in Tarroea. Aber wenn er das kann, kann ich das auch. Ich muss nur herausfinden, wie der Talisman funktioniert. Ja. Freunde, das war's. Wollte mal kurz das erste Kapitel zeigen. Lasst einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Sagt mir, was euch gefallen hat. Und sagt mir vor allem, ob ihr weitere Parts sehen wollt. Für mich persönlich wäre das Game jetzt nichts. Ich finde es irgendwie langweilig. Das Gameplay war irgendwie, ja, die Kampfsequenzen sind irgendwie zahm und das Game sieht aus, als wäre es eigentlich vor 10 Jahren rausgekommen. Ich weiß nicht, Alter. Keine Ahnung. Da freue ich mich schon auf andere Games mehr als auf das. Also, Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Willkommen.